Hallo und Gute zu einer neuen Ausgabe von Shoki Banuki Night Shift. Wer das neben mir ist, klären wir nach dem Intro. Hier bei Night Shift bei Shoki Banuki habe ich heute zu Gast den Frank Albersmann. Grüß dich, Frank. Gute. Frank, sag mal, hast du einen Spitznamen? Was du dich deine Freundin nennen oder so? Ja, tatsächlich. Aber den willst du nicht öffentlich machen? Ach, das ist schon okay. Okay. Ich neige ein bisschen dazu, etwas lauter zu singen. Mach mal ganz kurz, Entschuldigung. Dann kannst du nicht umgehen. Du musst nochmal anfangen. Ah, oh, das sind die blöden Nüsse. Ich kann hier überleben. Ja. Hallo. Hallo Frank, ja. Du hast einen Spitznamen, den du nicht öffentlich machen willst? Ja. Schön. Christian kommt gleich wieder. Christian! Komm mal hin jetzt hier. Der Gast wartet. Oh, ist alles live, ist alles live. Oh. Der Pujan hat mir da irgendwelche Nüsse gegeben, keine Ahnung, was da drin war. Entschuldigung. Wir waren bei deinem Spitznamen, Frank, ja? Ja. Wie ist der? Brüllbart. Brüllbart? Ja, ich weiß auch nicht, wie man drauf kommen könnte, aber... Liegt vollkommen fern, ja. Aber da sind wir auch schon beim Thema. Deine Musik, also du warst ja schon ein paar Mal hier zu Gast bei uns hier bei Shoki Banuki. Wie beschreibst du deine Musik, wenn jemand fragt, sag mal Frank, was machst du für Musik? Also ich werde jetzt nicht Brüllbart-Musik sagen. Das wäre zu naheliegend, ja. Ja. An sich ist es... Blues... Rock mit deutschen Texten. Okay. Meistens akustisch und bisschen rotzig und schnottrig. Rotziger Blues, Akustik, ja. Sound. Ja, irgendwie sowas. Also Blues-Fans also werden nicht... Falls es wirklich noch Leute da draußen gibt, die die Musik vom Frank noch nicht kennen, da können wir jetzt Abhilfe schaffen. Mhm. Der Frank würde jetzt was spielen, wenn ihr wollt. Wie sieht's aus? Ist jemand da, der das hören möchte? Hallo! Ja, Sascha ist da. Gut, ja, Sascha möchte es hören. Ja, yes. Genau. Also dann für euch jetzt Frank Albersmann mit... Mit Fuchs, du hast die ganz gestohlen, mit meiner ganz privaten Version. Also. Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Ah. Wir sind gespannt, Frank. Ja. Los geht's. Ihr wisst, dass ihr mitsingen müsst, gell? Oh, ich muss kurz weg. Du hast sie ganz gestohlen, gib sie wieder her, gib sie wieder her. Sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr. Sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr. La, 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 la. Dass ich färb die rote Tinte und dann bist du tot. Dass ich färb die rote Tinte und dann bist du tot. La, 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 la. Lass dir raten, sei doch nur kein Dieb, sei doch nur kein Dieb. Denn du brauchst nicht Gänsebraten mit der Maus vorlieb. Nimm, was brauchst du Gänsebraten mit der Maus vorlieb? La, 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 la. Gib es wieder her.
denn sonst werde ich mir deines holen und das schmerzt dich mehr. Ja, sonst werde ich mir deines holen und das schmerzt dich mehr. Hey, sonst werde ich mir deines holen und dann lach ich sehr. Und sonst werde ich mir deines holen und geht's nicht mehr her. Danke. Frank Albersmann mit der eigenen Version von Fuchs, du hast sie ganz gestohlen. Im Blues, Rock, Brüllbad wollten wir nicht sagen. Ja. Also falls all die Frank noch nicht gekannt haben, jetzt kennt ihr ihn und ich glaube, diesen Titel könnt ihr euch merken. Die Karte mit, wie du auf den Titel gekommen bist, sparen wir uns dann und gehen direkt über zu unserem Goodie, was sich hier dreht. Du warst ja gerade ein bisschen lauter geworden, der Frank. Da haben wir was Gutes. Schauen wir gerade hier. Na, kann man das erkennen? Ich gebe mir Mühe. Ja? Frank, da müssen wir jetzt beide durch. Jo. Es sind Ricola Kräuter Karamell. Das klingt ganz gut. Das klingt ganz okay. Gut, ja? So, Kräuter Karamell. Ah. Ja. Schmeckt halt wie Karamell. Von Ricola. Mit Kräutern. Mit Kräutern. Ich glaube, dazu ist eigentlich zu dem Produkt auch schon alles gesagt. Ne? Ja. Ja. Falls ihr mehr über Frank erfahren wollt, das blenden wir jetzt mal hier unten ein für euch. Ne? Und dann könnt ihr auch mal den Frank bei einem seiner Auftritte besuchen. Klingt gut, oder? Ja. Bis dahin sage ich tschö und gute. Wer auch unser Studio Bangkok nutzen möchte und mit professionellem Equipment und geschulten Mitarbeitern seine Sendungen, Schulungen oder sonstigen Videos aufzeichnen möchte, der sollte sich an die eingeblendete Adresse wenden. Wenn ihr unseren Kanal abonniert, würden wir uns freuen. Und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr benachrichtigt werdet und keine Folge mehr verpasst.